Hallo und herzlich willkommen zurück hier mit Ramos Deluxe. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wieso jetzt gleich alles hier steht. Und zwar dieses wunderschöne Alien-Schiff. Wunderbar. Kostet nur 75.000 Lego-Studes. Wunderbar, dieses Alien-Raumschiff. Und nebendran noch dieser, ja, Cargo-Bob-Flugzeug. Falls es bei euch nicht da sein sollte, was mich jetzt natürlich verwundert, oh, nehmen wir doch gleich mal diesen Hubschrauber. Ich habe es eigentlich ganz woanders entdeckt. Da fliegen wir nämlich schnell mal hin. Ja, schöner Ballon. Verkauft als Zeug woanders, aber nicht bei mir. Dann fliegen wir schnell mal rüber. Da bin ich jetzt echt verwundert, wieso es da ist. Das erste Mal, wo ich auf dieser Karte war, war es nicht da, sondern an einer anderen Stelle. Jetzt wollte ich für euch das Video machen, jetzt auf einmal liegt es gleich da zu Füßen. Komisch. Entweder ihr habt auch Glück, dass ihr gleich die zwei schönen Sachen zu eurer, ja, vor euren Füßen findet, oder fliegt einfach hier hinten ins Eck hinein. Da habe es nämlich ich gefunden, nicht das... Ihr meint hier, das ist alles gestellt. Nein. Bloß ich muss immer warten, bis ich hier die ganzen Sachen aufmache. So. Und wir fliegen. Und fliegen. Zum Alien-Flugschiff. Und ich hoffe, dass die Katze nicht die Maus runterschmeißt. Ich weiß, Katzen spielen gern mit Mäusen. Aber nein, das ist eine PC-Maus. Ja. Geh weg mit deiner kalten Nase, du. Kennt ihr das? Ihr spielt Computer, die Katze liegt vor euch auf der Fußablage und schnuffelt mit der eiskalten Nase an euch. So, jetzt sind wir auch schon gleich da. Hier seht ihr auch das schöne Cargo-Flugzeug. Katz, drückt bitte nichts. Sonst lasse ich einen Hasen auf dich los. So. Da wo der Cargo Bob ist, müsste auch jetzt hier eigentlich auch das andere sein. Das Alien-Raumschiff. Naja. Müssen wir noch ein bisschen uns gedulden, bis ich die Karte ein bisschen aufmache. Das ist euch natürlich der Nachteil bei diesem Lego-Spiel. Was eigentlich immer fasziniert, weil immer auf neueren Karten und neueren Welten schaltet ihr immer wieder neuere Sachen frei. Aber wo ist es? Es war hier. Wieso ist es nicht mehr da? Haben sie es ausgetauscht? Hm. Jetzt fangen wir erstmal hier den grünen Gnom. Komm her, bleib stehen. Weiß, wo dein Haus wohnt. So. In Hoffnung, dass ich jetzt endlich das Raumschiff mal hier zeigen lässt. Irgendwie mag es nicht. Auf jeden Fall, meine lieben Zuschauer, hier ist der Platz, wo das Raumschiff ist, das Alien-Raumschiff. Das ist ein Alien-Husky. Alles verschwindet und kommt und verschwindet, ganz komisch. Hm. Ihr wisst ja, wie es mit dem Lego-Spiel ist. Das Schöne ist ja natürlich, dass ihr vorne schon den Alien-Glider gesehen habt, gleich beim Raumschiff. Und natürlich, dieses Flugzeug braucht immer ein paar Sekunden länger, bis man mit ihm abheben kann. Was natürlich auch wieder schön ist an diesem Spiel ist, dass ihr auch in der Ego-Perspektive rumfliegen könnt. Platz für einen Mann inklusive Kaffee, das ist genau optimal. So, fliegen wir nochmal zurück. Immer diese Vorführeffekte gibt es ja gar nicht. So, bitte komm, mein lieber Alien-Gleiter. Das ist auf jeden Fall der Berg, wo ich den Alien-Gleiter hier gefunden habe.
Der war nämlich genau hier. Hier. Jetzt ist er nicht mehr da. Dafür stand er vorne. Ganz komisch. Auf jeden Fall, ja. So schaut das Alien-Angriffsschiff aus. 75.000 Stutes kostet es. Das Cargo-Flugzeug kostet nur 20.000. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder vorfliegen zu unserem Platz. Wird es wahrscheinlich wieder dort sein. Natürlich sehr ärgerlich. So ist das Ganze mal von innen. Es nervt mich jetzt halt echt, dass das Ganze jetzt halt hier nicht so passt. So schaut das Ganze natürlich aus. So, fliegen wir mal wieder zurück. Keine Ahnung, what's happened. Schießen kann man leider nicht mit ihm. Wäre natürlich lustiger, so kämert man schneller zu den Lego-Dudes. Ja, somit gebe ich euch nur einen Hinweis. Versucht verschiedene Seeds aus. Ich gebe euch natürlich auch immer wieder neue Seeds, sobald ich wieder mehr entdecke. So auch wie mit dem goldenen Drachen. So, sobald ich da wieder Neueres weiß, werde ich euch Bescheid geben. Jetzt drücken wir mal Pause und hier habt ihr auch diesen Lego-Seed. Das ist eine 150x150 Schneekarte und zwar auf der 906 130 440 Z. So, das war jetzt so viel zu diesem Alien-Raumgleiter. Ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können. Viel Spaß beim Erforschen dieser Karte und ich hoffe, dass ihr alles da findet an den Positionen, wo ich euch gesagt habe. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Euer Raymond Deluxe. Bye, bye.